In Mission 3 führt uns die Schatzsuche zu einer Siedlung der Wikinger, denn jetzt müssen wir auf einmal auch noch irgendein Artefakt besorgen. Und mit besorgen meine ich in diesem Fall gewaltsam in unseren Besitz bringen. Unser Ziel ist es, dieses markierte Zielobjekt zu zerstören. Da uns auf Kampagnenkarten aber keine Saboteure zur Verfügung stehen, müssen wir dazu die vier großen Türme in der Nähe einnehmen. Glücklicherweise liegt dieser Ort relativ abgelegen, sodass wir uns mit dem stark verteidigten Kern der Siedlung gar nicht befassen müssen. Der Berg nordöstlich unserer Siedlung wird uns mit Kohle, Eisen und Stein versorgen. Gold finden wir aber erst in einem zweiten Gebirge, welches unglücklicherweise direkt an der Grenze zu den Wikingern liegt. Wir haben aber auf normal eine ganze Stunde und oft sogar etwas mehr, bevor die Wikinger aggressiv werden. Genug Zeit, um mindestens eine doppelte Schwerindustrie hochzuziehen. Ihr werdet aber früh eine Steinmine benötigen, da es zwar mehrere Steinfelder in der Gegend gibt, von denen aber keins allzu lange halten wird. In der Nähe der Goldminen errichten wir auch eine Verteidigungsstellung aus vier großen Türmen. Achtet aber darauf, dass bei längeren Spielen die Gefahr besteht, dass die Wikinger nördlich des Gebirges in eure Richtung siedeln. Nun heißt eine lange Schonfrist auch, dass der feindliche Angriff potenziell sehr stark ausfällt. Der Schneegipfel des Gebirges eignet sich aber gut für eine Bogenschützen-Dieb-Kombo. Bis zum Ablauf der ersten Stunde könnt ihr so viele feindliche Schwertkämpfer eliminieren und im besten Fall findet dann sogar gar kein Angriff statt. Wenn ihr euch stark genug fühlt, führt ihr eure Schwertkämpfer an der Küste entlang nach Norden, bis ihr das Zielobjekt und die vier Türme erreicht. Wenn ihr diese erobert, steht euch auch schon das Finale der Maya-Kampagne offen.